Moin Moin und grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrasse Montagesysteme. Ich begrüße Sie hier in unserem TTZ Test- und Trainingszentrum Hille. Und heute schauen wir uns mal wieder auf der Baustelle eines Kunden um. Ja, Sie wissen, keine Hollywood-Filme, kein Shishi, sondern für Sie jede Woche neu hier Projekte, aktuelle Projekte, abgeschlossene Bauvorhaben von Kunden, die mit unserer Unterstützung, also mit unserer Planung, mit unserer Beratung, mit unseren entsprechenden perfekten Systemteilen, ja, weil Sie wissen, wir sind der mit dem breitesten Produktprogramm am Markt in Bezug auf Terrassenkonstruktion oder terrassenähnliche Konstruktion und können im Grunde mit unseren über 180 Profilquerschnitten und Hunderten von Verbindern und Stelzlagern, Pads und was auch immer Sie bauen wollen, Ihnen dabei helfen, Ihre perfekte Terrassenunterkonstruktion zu bauen, weil, wir wissen das immer wieder, ja, und ich sage es nochmal, das Entscheidendste an einer Terrasse ist nicht schnell, schnell, ja, sondern das Entscheidende einer Terrasse ist fest, reklamationsfrei, kippelfrei, biegesteif, all diese Dinge, die eine wesentlich größere Rolle spielen als oftmals propagiert, schnell und das geht noch schneller und hier geht's schnell. Ja, unsere Systeme sind sowieso sehr schnell, gemessen an dem, was Stand der Technik vor 30 Jahren war. Wichtig ist aber, dass Sie eine Konstruktion bauen, die im Grunde genommen eben halt eine lange Lebensdauer hat. Und glauben Sie uns, wir machen ein paar Tausende oder nicht nur ein paar Tausende von Terrassen pro Jahr. Tausende pro Jahr und also über 250.000 Quadratmeter dieses Jahr. Und deshalb erreichen uns natürlich auch immer wieder viele, viele dieser Projekte von Kunden, ne, wo wir dann einsteigen zu beraten, ne, um es kurz zu erklären, wie wir funktionieren. Kunden können bei uns über eine Checkliste, über eine Online-Beratung, einen Besuch bei uns im TTZ, telefonischen Kontakt oder eben halt unseren Online-Planer dafür nutzen, um Ihr Terrassenprojekt bei uns anzufragen. Wir haben mit den Belegen nichts zu tun. Das heißt, es ist uns völlig egal, WPC, Holz, BPC, Platte, Betonplatte, Verbundplatte, was auch immer Sie dort verlegen wollen, HPL-Dielen und so weiter und so fort. Ist uns völlig egal. Wir sind die Experten für das, was drunter ist. Und das ist, um es dann wieder rund zu machen für Sie, das Wichtigste. Wenn Sie keine vernünftige Unterkonstruktion haben, liebe Kunden, keine vernünftige Unterkonstruktion. Und dieser Film ist wieder ein Paradebeispiel dafür, dass der Kunde dort eben halt auch ein bisschen Geld in seine Unterkonstruktion investiert hat, weil er eben halt eine WPC-Diele verarbeitet, ja, also eine WPC-Diele. Und je nach Qualität von WPC-Dielen wissen wir, dass durch Spannungsbildung und so weiter, ja, die auch vernünftig verarbeitet werden müssen, Punkt 1. Und Punkt 2, dass sie eine vernünftige Unterkonstruktion brauchen. Ja, und das hat der Kunde in diesem Fall gebaut. So, und dann ist es so, dass wenn Kunden dann bei uns anfragen, über Checkliste, telefonisch, Telefonberatung, Besuch TTZ, der Händler, der Verarbeiter, der Architekt, was auch immer, kriegen sie von uns Beratung, Vorschläge und natürlich auch eine kostenlose Planung. Heute, Stand heute, sind wir sogar in der Lage, mit der entsprechenden Planung, die wir für Sie machen, in unserem Online-Planer, Ihnen das in 2D, 3D AR darzustellen und der Planer wächst und wächst. Also Sie werden erstaunt sein, was bis Ende des Jahres noch dazukommt. Zum Beispiel eine digitalisierte Montageanleitung, ja, dass man im Grunde dann noch gucken kann, wenn da drin steht in der Stückliste Stellfuß, dann klickt man da drauf und dann wird erklärt, für was der Stellfuß da ist. Und das machen wir auch hier mit diesen Videos. Wir wollen Ihnen die nackte Transparenz geben, was ist wichtig für eine Terrasse, worauf sollten Sie achten, was sollten Sie eventuell nicht tun. Ja, wir möchten Ihnen unsere Erfahrung zeigen und vor allem die Erfahrung des Kunden. Weil das Schöne ist ja, diese Terrassenprojekte, das sind jetzt keine ausgesuchten, ausgewählten Terrassenprojekte, Riesenprojekte mit was weiß ich was, sondern das sind im Grunde Ihre Projekte, lieber Kunde, Ihre Projekte. Sie sehen anhand der im Schnitt 20, 25, 30, 40 Bilder, wie ein Kunde, der wie Sie jetzt vom Rechner sitzt oder vom Fernseher, vom iPad, was auch immer, und sich das anschaut und denkt, Mensch, ich informiere mich mal über Konstruktion. So, also, der Kunde, ich hatte es gerade schon zusammengefasst oder vorbereitet, hat eine WPC-Diele verbaut. Er hat eine Aluminium-Unterkonstruktion gewählt. Jetzt, um die Frage gleich wieder zu beantworten, warum hat der Kunde eine Aluminium-Unterkonstruktion gewählt und keine WPC? Warum hat er das gemacht? Qualität, Langlebigkeit, Steifigkeit, völlig andere Abstände bezüglich der entsprechenden Fundamente auf Stelzlagern und so weiter und so fort. Deshalb hat er sich für eine Aluminium-Unterkonstruktion entschieden bei einer WPC-Diele und gegen eine WPC-Unterkonstruktion. Ja, und ich habe das in vielen Videos schon gezeigt, will das ja gar nicht zeigen, bezüglich der Biegesteifigkeit, ja, von entsprechenden Konstruktionen haben wir das gegenübergestellt. Finden Sie alles in unserer Mediathek und in unseren Schulungsvideos. So, also,
Aluminiumkonstruktion hat er verwählt. Er hat gebaut auf Stelzlagern. Wir können hier auch gleich mal wieder das Problem zeigen, was viele Kunden haben. Ne, eine Dachbahn abgeklebt, unterschiedliche Höhen, ja, weil Sie sehen auch dort mit Gefälle unterschiedlichen Höhen, dann im Grunde entsprechenden Aufsprüngen. Und was wir in diesem Video auch sehen werden, ist im Grunde genommen der Anschluss zum Beispiel, wenn ich nach vorne in meinem Balkon eine entsprechende eingelassene Dachrinne habe, ne? Also in die Betonfläche eine Dachrinne eingelagert, das ist auch sehr, sehr oft das Problem, was Kunden haben. Das sehen wir alles in diesem Video. Der Kunde hat dann auch auf seiner Konstruktion eine Treppe gebaut, also eine Austrittsstufe aus seiner höher entsprechenden Tür. Ja, und das hat er mit unserem Easy Construct gemacht. So, und deshalb fange ich jetzt vielleicht mal ganz kurz an zu erklären. Also, Kunststoffschelzlager, ja. Wichtig bei Kunststoffschelzlagern, auch das ist im Grunde für die, die unsere Videos verfolgen, nichts Neues. Wenn das, liebe Kunden, für die nächsten Jahrzehnte Ihr Fundament sein soll, ja, also dieser Fuß hier, ne, oder die Füße, die Sie auf Ihrer entsprechenden Terrasse verteilen, der Ihre Konstruktion halten soll, nach allen entsprechend dort auftretenden Lasten, ne, und der entsprechend den Ausgleich bietet und alles diese Dinge, die da zusammenhängen, dann sollten Sie darauf achten, das ist unser Tipp an Sie, nehmen Sie einen vernünftigen Stellfuß, nehmen Sie einen qualitativ hochwertigen. Und die stellen wir zum Beispiel her und haben dann natürlich auch ein Angebot für Sie. Aber Sie könnten jetzt ja fragen, ja, was ist denn ein gutes oder ein schlechtes Stelzlager? Das wollen wir gar nicht beurteilen, wir wollen nur die Unterschiede zeigen und unsere UCPs Ihnen entsprechend näher bringen. Und für uns ist ganz klar, in all unseren Produktgruppen, weil wir sind Vollsortimenter, ist erstmal der entscheidende Vorteil, den wir haben. Wir haben Stelzlager, die fangen an bei 11 mm. Und wir haben Stelzlager, die gehen bis zu einem halben Meter. Und an den vielen Filmen in unserer Mediathek sehen Sie, dass man eben halt gerade auf verschiedenen Flächen oftmals diverse braucht. Und wenn man dann als Anbieter nur drei hat, dann ist es natürlich schwierig. Wie macht man die kleineren? Wie macht man die Höhen? Und das ist bei uns im Grunde erstmal klar. Wir haben ein Vollsortiment. Also alles das an die gesamte Range an Stelzlagerhöhen, die Sie benötigen, wenn Sie auf Stelzlagern arbeiten. So, zweite Sache ist, wenn man den Fuß mal in die Hand nimmt, ja, also wenn Sie es mal vergleichen irgendwo, dann merken Sie schon mal, oh, da ist ganz schön Gewicht drin. Ja, also der ist schwer, da ist Material verarbeitet, ne, nicht zu dünnwandig etc. Punkt, Punkt. Sie sehen zum Beispiel einen ganz großen Unterschied und das zeigt sich jetzt auf dieser Dachbahn. Ein Fuß, der wie unserer 200 mm Durchmesser hat, ohne ein Loch in der Mitte, ja, kann eben halt auch ohne Pad, so wie der Kunde es gemacht hat, auf jeden gefestigten Boden gestellt werden. Auch Dachbahnen und auch Rasen oder Schotter. Ja? Natürlich nehmen Kunden oft wegen den Ausgleichsachen und so weiter Pads. In dem Fall musste der Kunde das nicht, weil er eben halt dort wenige Nähte hatte, die gestört haben, sondern er musste nur unterschiedliche Höhen ausgleichen. Das schauen wir uns an. Das heißt, der Kunde hat ohne Pad diesen Stellfuß auf seine Dachbahn gestellt. Nur möglich, wenn Sie einen 200 mm durchgängigen Boden haben, ohne Loch in der Mitte, haben unsere Stellfüße. Des Weiteren sehen Sie dort, dass die Stellfüße eben auch geschnitten werden müssen. Das heißt, in gewissen Bereichen kann ich im Grunde einen Stellfuß schneiden. Und wenn ich natürlich nur einen kleinen Stellfuß habe, ich zeige Ihnen gleich mal Marktbegleiter, und kann den gar nicht schneiden, wo will ich den dann ranstellen? Ja, Sie verstehen, also wichtig ist die Druckablagerung, kein Loch in der Mitte, Voluminosität, die entsprechende Range an Produkten, die Sie brauchen, um Terrassen zu bauen. Und oben haben wir natürlich einen 130 mm Kopf, auch kein Loch in der Mitte, sodass Sie im Grunde auch alle Balkenbreiten auflagern können. Selbst einen 80er oder 100er Balken können Sie hier auflagern, ohne dass sie irgendwie kippelt oder wackelt. Und das ist unserer Meinung nach ein gutes Stelzlager. Produziert aus Polypropylen, ist ein Polymer. Sie können es im Grunde belasten mit bis zu 900 Kilo pro Stelzlager, was im Grunde genommen nie in Frage kommt, weil Sie immer eigentlich 4 oder 5 brauchen. Und ich warne immer davor, jetzt eine reine Statik immer dafür zu nehmen und zu sagen, okay, ich nehme einen Stellfuß für eine Fläche von 6 Metern, weil sind ja 900 Kilo drauf. Ne? Weil wir dürfen nicht vergessen, Druck wird von oben gemessen. Und letztendlich, und das sagen wir auch immer wieder und zeigen ja technische Lösungen dafür, kriegt so ein Lager natürlich aber auch Druck von allen Seiten. Und deshalb muss man immer mit diesen Maximalwerten vorsichtig sein. Ne? Also das Ding ist auf 900 Kilo getestet. Wir haben im Grunde genommen, wie gesagt, Polypropylen, ist weichmacherfrei, ganz wichtig. Viele Kunden fragen immer, ja, Weichmacherwanderung und so weiter mit Polypropylen, also diesem Copolymer, haben Sie im Grunde keine Weichmacherwanderung. Sie können das Ding sogar, wenn Sie es nicht mehr brauchen, in den gelben Sack schmeißen oder was auch immer. Also 100% Recyclingmaterial, auch ganz wichtig, aus entsprechend kontrollierten Industrieabfällen, damit natürlich der Fuß immer wieder seine, Qualitätsrange erreicht und natürlich eben halt hergestellt in Deutschland. So, das ist unser Stellfuß.
Und um das dann auch abzuschließen, das Thema, ne, wichtig, ihr Fundament für die nächsten Jahrzehnte, zeigen wir Ihnen mal hier so andere Kandidaten, ne, was es dann so immer gibt. Ja, können wir dann einfach mal hinstellen. Ja, oder das hier können wir so mal hinstellen, ne, oder sowas hier, ja, also... Ne, das sind dann zweiteilige Füße, da fällt alles raus, ist bei unserem Fuß nicht der Fall. Ne, und so können Sie dann mal vergleichen, was im Grunde genommen Sie gerne auf Ihrer Terrasse als Fundament hätten für einen entsprechenden, ich sag mal, Fuß, der dann über Jahrzehnte Ihre Terrassenkonstruktion halten soll. So, also auf unserem Fuß für entsprechende Balkenaufnahme haben wir einen Balkenanschlag, den sehen Sie hier. An diesem Balkenanschlag können Sie jedes Profil verschrauben. Holz, Alu, WPC, unser Alu. Fremdalu, Metall, was auch immer Sie dort im Grunde anschrauben wollen. Und wichtig ist nur, dass Sie es miteinander verbinden. Ne? Also Unterkonstruktion und Fuß müssen miteinander verbunden werden. Weil wenn die Terrasse, und das je nachdem, wie weich der Boden ist, wie hoch, welche Belastung, welche Querlasten. Ne? Bei Diele ist es im Grunde, die wird natürlich oben nochmal drüber geschraubt. Dann haben Sie natürlich nochmal eine zusätzliche Konterlattung. Ja, aber der Fuß könnte ja wandern. Ja, wenn er nicht festgeschraubt wird, fällt raus. Und dann haben Sie eine Fehlstelle in Ihrer geplanten Konstruktion mit den entsprechenden Stellfußabständen. Und das ist ganz, ganz wichtig. So. Wir haben natürlich, wenn Sie entsprechend mit unserem Aluminium bauen, einen Clever-Click-Adapter, weil der erledigt das für Sie. Ist eine Top-Montagehilfe, weil Sie können den dann draufklicken und können das einklicken. Ich mache das hier mal schon, weil Sie sehen hier, wir haben ihn mal aufgebaut. Naja, auch die Frage von Kunden, wie gehe ich denn um, wenn ich unterschiedliche Höhen habe? Das ist ganz einfach. Wir berechnen das für Sie. Ja, das heißt, unser Planer, den Sie selber nutzen können oder die wir im Grunde nutzen auch für unsere Planungen, bei so einer Fläche, wie der Kunde es hat, kann Ihnen auf den Stellfuß genau sagen, wenn die Höhen bekannt sind, welcher Stellfuß wo gebaut und gebraucht wird, damit Sie später in Ihrer Konstruktion dann natürlich für den Belag dieselbe Höhe erreichen. Und hier ist es so, sehen Sie auch im Video gleich, dass eben halt der Kunde einen Absatz hat oder entsprechende Träger, die dann überlappen. Und somit kann er dann einen Fuß da hinstellen, einen hier und kann das Produkt einklicken in diesen Klickadapter. Ne, es ist dann gleichzeitig mit der Aluminiumkonstruktion entsprechend verheiratet. Und über den Einstellbereich, ja, der Füße können Sie dann im Grunde genommen das Niveau einstellen. 2 bis 2,5 pro Zelle über den Einstellbereich der Füße, je nachdem, wie der Fuß im Grunde genommen, welche Höhe er hat. Und wenn Sie dann Gefälle ausgleichen müssen oder gegen Gefälle arbeiten müssen, kennen Sie das, haben wir entsprechende Ausgleichsscheiben mit 7%, ja, wo Sie von 0 auf 7 gehen können oder dagegen oder entsprechende Sachen anders ausgleichen müssen. Oder wir haben natürlich einen entsprechenden Aufsatz, ja, einen sogenannten variablen Kopf, der das dann automatisch macht. Wichtig ist nur, Sie brauchen dafür zwingend eine Konterlattung oder müssen den Kopf nach dem Ausrichten entsprechend verschrauben, damit er sich nicht später durch Belastung, Fehlbelastung oder durch entsprechende Sätze der Terrasse in andere Richtungen ausnivelliert. So, das dazu. Dann, liebe Kunden, hat der Kunde im Grunde genommen, und das sehen Sie auch, und das hat er aus meiner Sicht perfekt gemacht. Ja? Wirklich, und da kann ich Ihnen immer wieder nur einen Tipp geben, an solchen Filmen ein Beispiel nehmen. Er hat seinen Rahmen verstrebt, und zwar extrem gut. Und das ist gerade bei WPC sehr, sehr wichtig, weil WPC-Dielen sind im Grunde ja sogenannte Verbundwerkstoffe, man nennt es WPC, ja, das sind dann entsprechende Kunststoffe drin, je nachdem, was welcher Hersteller verarbeitet, entsprechende Füllmaterialien, ob das Reißhülsen, also Reißhülsen sind, ob das Kunststofffasern sind, Hanffasern, ob das Papier ist, ob das irgendwelche anderen Füllstoffe sind, die dort damit eingearbeitet sind, spielt auch der die Prozentanteile, wie viel eingearbeitet ist, auch eine große Rolle. Fakt ist aber, dass je nach Qualitätsstufe eben halt solche WPC-Dielen entsprechenden Ausdehnungen haben. Ja, und je wärmer die werden, umso mehr, weil es ist eben halt mindestens zu 50% oder mehr Kunststoffanteil drin. Und wir kennen das von Thermoplasten, die bewegen sich halt, wenn die Wärme kriegen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, gerade auf einer Dachterrasse mit einer entsprechenden Diele, dass wenn die richtig Sonne kriegt, richtig viel Sonne, ja, dann ist das im Grunde mit Oberflächentemperaturen dann schon so nahe 65, 70 Grad. Wickert Erweichungstemperatur von Kunststoff, wenn sich einer damit auskennt, beginnt teilweise schon je nach Mischungsverhältnis und Stabilisatorenverhältnis bei 80, 81, 82, 85 Grad. Das heißt, das wird für WPC-Diele dann schon echt extrem heiß. Und deshalb bauen die Spannungen auf und diese Spannung geht nach außen. Deshalb müssen die meisten oder eben halt in einer gewissen, ich sag mal, Qualitätsstufe, meisten WPC-Dielen auch mit entsprechenden Abständen verarbeitet werden, ne, dass die sich ausdehnen können. Es gibt natürlich auch Qualitäten, die können Sie verschrauben, die sind dann entsprechend natürlich teurer, aber die haben fast keine Ausdehnung oder Ausdehnung null gibt es auch. Das ist bei WPC zu beachten und deshalb hat der Kunde so extrem verstrebt. So, und in unserem Fall ist es so, dass unser System, Sie wissen das, je nach
Bauhöhe und vor allen Dingen je nach dem, wie Sie bauen wollen, einmal als Konterlattung verstrebt werden kann. Oder, und das ist auch ganz wichtig, entsprechend natürlich auch als in einer Ebene, ja, zum Beispiel mit Streben. Das heißt, wenn Sie in dem Fall wie der Kunde dort so viele Streben setzen, gerade in den Bereichen, wo die Dielen dann gerne sich nach oben biegen, in den Außenbereichen oder wo die Spannungen hingehen, hat er extrem viele Streben gesetzt. Und das ist richtig so. Ja, das ist genau richtig so. Und das wäre natürlich blöd, wenn Sie das mit einer Konterlattung machen müssen. Und deshalb kann man beides machen, oft kombinieren. Konterlattung mit entsprechenden Streben, da wo es, ja, ich sag mal, wichtig ist. All das hat der Kunde gebaut. Dann zum Schluss hat er natürlich noch eine Treppe gebaut. Sie wissen das, mit unserem Easy Construct können Sie im Grunde bauen, was Sie wollen, gerade in diesem Bereich. Wir bauen mittlerweile Treppenanlagen 2 Meter hoch. Wir haben jetzt den nächsten Video mit einer Treppe 3-stufig, 40 Meter lang und so weiter. Also das ist mit diesem System sowieso kein Problem. Und dann kommen wir noch mal zu einem Thema, was ich sehr, sehr hier mal simuliere und was ich sehr wichtig finde, auch als Information. Der Kunde hat vorne an seiner Terrasse in den entsprechenden Eintrittsbereichen, also nicht Eintritt, sondern im Geländerbereich, eine Dachrinne. Also eine eingelassene, in den Beton wasserabfließende Schicht. So, und jetzt ist das Problem, dass wenn Sie hier eine entsprechende, ja, Dachrinne haben oder einen Überstand und Sie den Stellfuß nur hier ranführen können, können Sie natürlich auch nochmal kürzen, haben Sie natürlich entsprechende Überstände, die oftmals, je nach Gewicht, ja, Sie sehen das hier, zu groß sind. Und deshalb hat der Kunde Folgendes gemacht, er hat dann an den Geländerpfosten, weil das ging, in manchen Fällen geht das nicht, da muss man hier, Sie wissen das, wir können dann zum Beispiel Kopplungen einführen, ne, die bis zu einem Meter zurückgehen, dass diese entsprechenden Kippwirkung vermieden wird. Wir arbeiten oft dann mit Ankern, ne, mit entsprechenden Betonankern oder eben halt anderen, ich sag mal, Dingen, die man dort, wo man das auch stabilisieren kann, also aus dem System selber. Aber der Kunde hat hier was ganz Gutes gemacht. Er konnte an den Geländern befestigen und hat dann mit einem Winkel am Geländerpfosten diese Konstruktion nochmal befestigt, und das ist natürlich perfekt, ja, weil wenn er dann da drauf tritt, ist der Druck im Grunde genommen eben halt entsprechend abgefangen. Das hat der Kunde auch gemacht. So, und ich glaube, ich habe jetzt wieder ein bisschen aufgeklärt, ein bisschen länger, auch über nochmal Stelzlager, über WPC, über Verstrebung. Ja, Sie sehen alles das und ein Paradebeispiel für eine wirklich extrem ordentliche Terrasse. Und deshalb sagen wir jetzt mal, gehen wir auf die Baustelle des Kunden und schauen uns an, was er gebaut hat.
Ja, liebe Kunden, was soll ich sagen? Auch wieder in diesem Fall aus meiner Sicht eine extrem gelungene Terrasse mit einer perfekten Unterkonstruktion, perfekte Planung, perfekte Durchführung durch den Kunden. Profi-Material, Profi-Planung, werden Sie selbst zum Profi. Worauf warten Sie? Machen Sie keine Kompromisse. Arbeiten Sie mit dem Lieferanten und Anbieter zusammen, der das breiteste Sortiment hat, um Ihnen wirklich jeden statisch möglichen Terrassenwunsch zu erfüllen. Und von daher bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Auf Wiedersehen.